mit den Bordregeln vertraut. Wer das Glück hat, auserwählt zu werden, darf sogar bald als Aushilfsskipper mit anpacken. Bis alle Segel gesetzt sind und fachgerecht festgezurrt. Die Tour ist ein Klassiker und das Gleiche gilt für das Boot. Fast 100 Jahre ist es alt. Eine Liste nationaler Kulturgüter registriert es als historisches Erbe. Für die jungen Besitzer, die das Schiff eher als Wrack erworben hatten, ist das zwar ein schönes Lob, trotzdem müssen sie das Geld, das sie hineingesteckt haben, nun wieder verdienen. Auch in Krisenzeiten. Wie sehr hängt ihr denn neben Wind und Sonne von der Wirtschaftslage ab, frage ich Michelle und Scott. Die Wirtschaftskrise haben wir zuletzt klar gespürt, sagen sie. Und schlechtes Wetter trifft uns doppelt. Aber wir bieten auch 2-Stunden-Touren an, die für viele weiterhin erschwinglich sind. Außerdem haben wir oft Hochzeiten an Bord. Und Hochzeiten gibt's immer. Wer etwas Stilvolleres mag als üblich, dafür mit kleinerer Gesellschaft, dem passen wir, sagt er. Zudem ist eine Hochzeit mit nur 40 Gästen auf dem Boot immer noch billiger als eine mit 200 oder 300 im Hotelsaal. Das helfe ihnen und der Crew durch gute und durch schlechte Zeiten. Andere haben die Strecke derweil mit der Autofähre hinter sich gebracht. Alltag der Inselbewohner zwischen Pendlern und Wochenendausflüglern, einheimischen Fischerfamilien und Zugezogenen, die hier ein wenig Abgeschiedenheit suchen. Etwas weiter südlich stoßen wir irgendwann auf Werftarbeiter, deren Tagewerk sich auch um Segelschiffe dreht, die jedoch nicht für Kunden repariert oder gebaut werden. Der Auftraggeber hier ist ein Museum. Das ist der Stolz der Sammlung, ein Walfangschiff aus dem Jahr 1841, das hier Planke für Planke restauriert wird. Dabei gibt es dafür kaum noch Holz. Und wir sind auch weniger Leute als damals, sagt uns Rick. Dafür haben wir Motorsägen. An diesem Schiff arbeiteten bestimmt einmal 100 Leute. Wir sind nur 6. Und das waren sicherlich auch noch ganz andere Kerle als wir. Kommen Sie denn heute überhaupt noch an das gleiche Holz, aus dem das Ganze damals gebaut wurde, fragen wir, damit Sie es tatsächlich originalgetreu restaurieren können? Diese Art Natureiche ist kaum noch zu bekommen, das stimmt. Die darf man heute gar nicht mehr fällen. Aber wir hatten Glück. Das hier waren Bäume, die ein Sturm umgerissen hat. Manches Altholz haben sie auch noch auf Lager, das die Helfer nun aufhellen, wie sie sagen. Dann führt uns der Werftchef hinauf in den Schiffsbauch. Für Quentin Snedeker ist das Projekt ein Lebenswerk, dem er sich täglich nähert wie ein Archäologe. Oh, okay. So it's just that.
2700 Walfangschiffe hat es in Amerika gegeben, sagt er. Dieses hier sei 80 Jahre lang um die Welt gesegelt. Niemand hat damals aufgeschrieben, wie genau das Schiff zusammengebaut wurde. Alles, was wir haben, ist das, was wir hier sehen. Also registrieren wir jedes Detail und markieren es. Hier zum Beispiel steht, dass wir ein Muster genommen haben, um es an ein Labor zu schicken. Das stellt dann fest, um welche Art Holz es sich handelt. Hier steht, dass dies ein wichtiges Strukturteil des Schiffes ist und wo genau es hin muss. An die Seite, sechste Stelle von oben, als Planke Nummer 4 von vorne gezählt. Für die Wirtschaftsentwicklung Neuenglands sei der Walfang sehr wichtig gewesen, sagt Quentin, auch wenn man ihn heute grausam und unnötig finde. Dieses Schiff zu erhalten ist schon deshalb sinnvoll, sagt er, weil es das letzte ist, das uns geblieben ist. Helferinnen kratzen derweil Farbschichten ab, manchmal bis zu 15 davon übereinander. Ich arbeite gern mit Holz, sagt sie. Ich mache alles, worum sie mich bitten. Du lernst viel dabei. Die Museumsleute leiten uns an, je nachdem, wie wir vorankommen. Mitunter sehen wir dann, sagen die beiden, wo sie damals einen kleinen Schaden einfach überpinselt haben, statt ihn zu reparieren. Noch eine Freiwillige, eine von zweien, die in der Werkstatt aushelfen. Man darf nur das Ende des Gluteisens abkühlen, sagt Schiffsschmied William Shear. Eisenringe werden das, die die Segel an den Masten halten. Das hier sind die Originale, sagt er uns, daran nehmen wir Maß. Dabei lernt man im Museum auch, dass von den damaligen Seeleuten kaum einer etwas mit dem Handwerk zu tun hatte. Die Männer waren vermutlich nicht sehr qualifiziert. Mal waren es Tagelöhner, die von Farmen kamen, mal andere, die auch nicht eben viel davon verstanden. Später, als die Dampfschiffe aufkamen, übernahmen die Mechaniker die Schmiedearbeit. Ich habe nur in einem einzigen Logbuch von einem gelernten Schmied an Bord gelesen. Wie ist das, fragen wir, nun an einem Schiff zu bauen, das nie mehr segelt? Ich bitte Sie, wir arbeiten hier für die Ewigkeit, sagt er da. Zumindest hoffen wir das. Du bist hier auch nicht fürs Geld. Hier zu arbeiten ist immer ein Abenteuer. Für Studenten ist es zudem eine handfeste Abwechslung. Und überhaupt, die Idee, dass der Jahrhundertsegler doch noch mal in See stechen könnte, gewinnt Freunde. Wahrscheinlich würden mehr Menschen das Schiff gern segeln sehen als hier im Museum. Ich bin begeistert von dem Gedanken und freue mich über alles, was ich beitragen kann. Bis die Charles W. Morgan wieder im Wasser liegt, auch wenn hier keine Waljäger mehr an Bord gehen werden, können wir nicht warten. Stattdessen zieht es uns hinaus zu kleineren Booten und auch zu kleinerem Fanggut. Im Fischerdorf Stonington, wo die Hummerfallen auf ihren nächsten Einsatz warten, endet unsere Reise. Viele sind es nicht mehr, die hier täglich ihr Fischerboot besteigen, um die versenkten Käfige zu öffnen, in denen sie sich möglichst viele Hummer erhoffen.
so wie diese beiden, denen wir vom Ufer aus zusehen. Und so wie Andy Grove, der uns gern auf eine Tour mitnimmt. Sein ganzes Leben lang mache er das schon, erzählt er mir. Erst seien es Heringe gewesen, die er aus dem Meer holte. Inzwischen sind es nur noch Hummer. Lobster, wie man sie hier nennt. Das kleine Boot bringt uns zu dem großen. Damit sucht er weiter draußen seine Bojen. Er sei einer der letzten Fischer, die hier noch ein Haus am Wasser hätten, sagt er. Fast alle hätten sich verdrängen lassen von den erhöhten Grundsteuern, die eigentlich die reichen Städter in ihren Zweitwohnsitzen treffen sollten. Dann beginnt er mit der Arbeit. Jeder Griff ist eingeübt. Das Hantieren zwischen Seil und Käfig ist nicht ungefährlich. Die Hummer dürfen nicht zu klein sein und keine Weibchen, die Eier tragen. Sonst werfen wir sie zurück ins Wasser, sagt er. Der hier war zu klein. Vielleicht beim nächsten Mal. Schau, das hier ist ein Männchen, weiht er mich in die Geheimnisse der Meereskunde ein. Du musst aufpassen, wenn du sie hältst, sonst schneiden sie dich mit dem Panzer. Bei ihm ist eine Stelle mitgepanzert, weist er mich ein, die bei den Weibchen weich ist. Den nehmen wir also mit? Ja, sagt er, während ich schon überlege, wie ich ihn wieder loswerde. Sie sagten, es sei riskant, die Arbeit auf dem Boot allein zu machen, frage ich. Warum? Wenn du dich in den Seilen verfängst, die der Motor hin und her zieht, kannst du damit samt den Käfigen über Bord gehen. Ist das Fischern schon passiert? Ja, die meisten sind dann ertrunken. Manchmal schafft es einer, sich noch zu befreien. Ich weiß bestimmt von einem Dutzend Fischern, die so umkamen. Aber für einen zweiten Mann an Bord fehlt vielen nun mal das Geld. Dass sie hier nur noch Hummer fangen, liege daran, dass die Hochseeflotten draußen seit Jahren alles andere wegfischten, sagt Andy. Wieder einer, den er nicht behalten darf. Als Köder hängt in der Käfigmitte ein stinkender Hering. Die Zahl der Fallen, die ein Fischer auslegen darf, wird von den Behörden begrenzt, damit die Bestände sich erhalten können. Wie viele Tiere in die Falle gehen, ist Glückssache. Die Fangquoten haben nicht allen hier gefallen, sagt er auf dem Rückweg, aber heute sehen auch sie ein, dass sie damit auf Dauer besser fahren. Das ist sein Haus, samt Schuppen und Bootsanleger. Die Aussicht, verspricht er mir, gebe es nicht nochmal. Ich bin gespannt und gebe ihm recht. Wow, that looks good. Yeah. I like it. Wie kalt wird es hier im Winter? Nun, vom November an trage ich lange Unterhosen. Manchmal scherze ich auch, dass ich sie im Juli nur kurz ausziehe und danach gleich wieder an. So habe ich in meinem ersten Holzruderboot ausgesehen, sagt er. Mein Großvater hatte es einmal gebaut. Da war ich 7. Auf einer so kleinen Insel gab es sonst nicht viel zu tun. Da lebte nur ein halbes Dutzend Familien und nur wenige Kinder, mit denen ich hätte spielen können. Ich verbrachte also die meiste Zeit mit den Erwachsenen und ging mit ihnen fischen. Gab es damals nur die Aussicht, auch selbst Fischer zu werden? Es gab noch ein paar Farmer, aber wissen Sie, die machten ihr Heu und am Ende kamen sie so eben hin. Es reichte kaum, ihre Familien zu ernähren. Letzte Frage. Haben Sie je gehadert mit Ihrem Beruf? Ich hätte anderswo mehr Geld verdient, sagt er.